Ja, Gramalla, glücklicher Sieg heute oder verdient? Wie man es nimmt, also das Konzept, was haben wir vor Jahren aufgelegt bei Buchenberg, ja, hat sich ausbezahlt. Wir haben halt auch sehr viel Erfahrung mitgenommen. Das ist unser drittes Relegationsspiel, ja, letzte 4 Jahre. Ja, und glücklich, ja, das erste Tor müsste zählen normalerweise, also es war kein Abseits-Tor, da stand ein Spieler hinten, ja gut, Schiedsrichter machen auch Fehler, ja, müssen wir auch ins Führung gehen, das 1-1 verdient für Auerbach, ja, die zweite Halbzeit vom Spiel, die ersten 25 Minuten haben wir mehr vom Spiel gehabt wie die Auerbacher, zum Schluss müssen wir die 2-1 machen und zum Schluss, klar, mit Unterzahl, mit 10 Mann gespielt. Ja, müssen normalerweise Auerbach das Ding machen, aber dann glücklich ins Elfmeter schießen und Thomann von Buchenberg hat entschieden. Auch in der ersten Halbzeit habe ich Auerbach deutlich stärker gesehen, aber in der zweiten Halbzeit konnten sie dann mehr Paroli bieten. Ja, wie konnten sie das anstellen? Ja, wir haben umgestellt zweite Halbzeit. Ja, ich will jetzt nicht so viel verraten, wieso, weshalb. Wir haben noch ein Spiel am Sonntag nächste Woche. Ja, also haben wir jetzt mit Personal ein bisschen umstellen müssen. Es gab sehr viele verletzte, angeschlagene Spieler bei uns. Aber es ist aufgegangen. Haben wir uns beraten mit kompletter Mannschaft, was machen wir dann? Und ist aufgegangen halt. Das Konzept ist aufgegangen. Es gab, was auch ungewöhnlich war, heute 2 Spielunterbrechungen wegen Blitzgefahr. Wie hat sich das auf Ihr Spiel ausgewirkt? Also für uns war das, sagen wir so, positiv. Wir konnten uns erholen. Wir haben mit 10 Mann gespielt, ja, die letzten 35 Minuten. Ja, da konnte jeder Kraft tanken. Man konnte auch taktisch wieder umstellen, weil der Gegner hat 2-mal gewechselt auch dann. Und ja, das hat sich für uns war das Positive. Also deswegen haben wir auch vielleicht das Spiel gewonnen. Da konnte man ein bisschen mehr Luft schnuppern. Sie haben gesagt, die letzten Minuten mit 10 Mann auf dem Platz. Ist es der verletzte Spieler, der am Schluss auch beim Elfmeterschießen gefehlt hat? Nein, also der Daniel Rieger hat sich verletzt und der Spieler, wo reinkam, das ist der Spieler, wo letzte 5 Minuten kam, das ist normalerweise unsere Stürmer, Stammspieler, der spielt normalerweise von Anfang an. Der hat seit 4 Wochen Zerrung gehabt und dass heute sehr viele Spieler von uns ausgefallen sind, Hochzeit, ja, es fehlen noch 4 Stammspieler, ja, müsste er halt dran. Wir haben heute schon 3 A-Jugendspieler eingesetzt. Haben wir sogar in der letzten Landesligaspiel A-Jugend haben wir auf die verzichtet. Das war der Thomann und 2 Feldspieler dann. Beim Elfmeterschießen hat sich ja ewig hingezogen. Ziemlich außergewöhnlich. Ja, das war echt außergewöhnlich. Also für mich ist es gar nichts. Ja, wenn man sowas jetzt schon zum dritten Mal durchmacht, gell? Also das ist halt Glückssache, gell? Also da hat heute jeder verdient zu gewinnen, gell? Wie mit dem Unterzahl, Auerbach müsste das Tor machen, theoretisch, nach so vielen Chancen, gell? In der Verlängerung, gell? Ja, und unsere Thomann hat das Spiel entschieden, gell? Also da gibt es nicht viel, also ja. Der Gegner hat bemängelt, dass die Entscheidung, einen Spieler von Ihnen zum Elfmeterschießen nicht antreten zu lassen, den Neuner, dass die falsch war, regelwidrig war. Wie sehen Sie das? Ja gut, das haben die Schiedsrichter entschieden, gell? Also das sind die Herren da, wir haben das reklamiert, dass unsere Spieler nicht spielen kann, weil der kann Elling nicht spielen, der kann nicht mehr laufen. Ja, was hat das überhaupt gebracht? Und da haben wir ganz normal, also die Schiedsrichter haben beide Mannschaften gefragt und dann kam das, da haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir nochmal die nächsten, also die letzten 9 von Anfang an wieder. Ja gut, was die Regeln besagen, also das kann ich Ihnen nicht sagen jetzt, das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Ja, normalerweise hätte jeder schießen müssen, und der auf dem Platz stand, und bei Ihnen ist halt einer dann rausgefallen, und ja, der gegnerische Trainer hat gemeint, bei ihm gab es auch Spieler, die gerne es vorgezogen hätten, nicht zu schießen, und das fand er dann ein bisschen unfair. Ja gut, aber wenn ein Spieler verletzt ist und hat Zerrung oder Bänderriss, ja, wie soll man ihn schießen lassen? Nee, weil er noch bis zum Schluss auf dem Platz stand, sonst wäre er ja, wenn er verletzt gewesen wäre, dann wäre er vor dem Schlusspfiff vom Platz gegangen. Ja, aber der war verletzt, also da gibt es nichts zu sagen, ehrlich. Also wir sind eine faire Mannschaft, gell? Wir haben eine sehr junge Mannschaft, wir sind ein faires Verein, ja. Also normalerweise der Mann, wo verletzt ist, hätte er geschossen, das ist normalerweise 100% Mann, gell? Also der macht das rein. Normalerweise, das ist überhaupt keine Frage. Das ist unsere Stimme, unser Topmann normalerweise aus der Mannschaft. Ja, und wir haben heute auch eine Sturm gespielt, muss man sagen. Ja, der Dennis Hiller zum Beispiel, der im Sturm spielt, ist einer von der zweiten Mannschaft. Ja, aber der Dennis Friese ist normalerweise, wenn man jetzt die
die Torschütze-Tabelle einschaut in der Kreisliga Pforzheim, ja, da weiß man auch, das ist derjenige, auch, wo die Elfmeter macht, ja, und schießt normalerweise. Aber der war ehrlich verletzt, der konnte nicht schießen. Morgen entscheidet sich ja, wer Ihr Gegner nächste Woche sein wird im entscheidenden Spiel. Wiesenthal oder Kronau, haben Sie einen Wunschgegner? Wiesenthal. Warum? Ja, die sind auch jetzt, die machen das erste Spiel, ja, Relegationsspiel. Wir haben schon jetzt drittes gemacht, ja. Also wir bringen ein bisschen mehr Erfahrung. Kronau ist eine erfahrene Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft. Ja, und Kronau kennen wir schon vor 2 Jahren aus der Landesliga, ja. Deswegen, also Wunschgegner ist Wiesenthal. Sie haben sich ja jetzt qualifiziert für das Finale. Ob Wiesenthal oder Kronau ins Finale kommt gegen Sie, wissen wir jetzt noch nicht. Aber wie stehen die Chancen insgesamt? Wie sehen Sie das? Also nächste Woche viel besser. Also da sind wir auch vom Kader, vom Auflauf. Also die A-Jugendspieler haben keine Spiele mehr. Wir haben sehr viele Spiele gehabt. Wir haben 3 aktive Mannschaften. Ja, da sind die Spieler auch fit da. Also wir haben dann breitere Kader für nächste Woche. Ja, also für uns ist jetzt ein Vorteil. Das sind auch die komplette Spieler aus der Urlaub. Da können sie auch trainieren, weil es waren viele auch jetzt im Urlaub noch. Ja, wir haben sehr breite Kader. In der ersten Mannschaft haben letzte Saison fast 40 Mann gespielt. Das muss man sich überlegen. 40 Mann. Im Gesamtaktivität 86, ja, aber wir haben halt viele Schüler, viele Studenten auch, ja, und die sind nächste Woche da. Also nächste Woche haben wir richtig breite Kader. Erwarten Sie den Aufstieg nächste Woche? Ja, ich hätte mir das gewünscht, ja. Ja, ich bin vor 2 Jahren, wo die Landesliga-Mannschaft abgestiegen ist, weil ich schwer krank lag, im Kummer. Ja, das habe ich auch erst später erfahren, dass sie abgestiegen sind. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Und wir als Buckenberger, ja, wir setzen auf unsere Jugend. Also wir haben keine Spieler, wo wir irgendwo einkaufen oder Geld für die Spieler ausgeben. Ja. Also unser Konzept ist die Jugend, deswegen uns freut es. Ja. Und es ist auch ein Beweis für den gesamten Kreis, auch für die anderen Vereine. Setzt auf die Jugend, ja. Habt ihr auch Erfolge, auch Spaß. Ja. Und das ist das, was der Verein auch weiterbringt. Herr Kramala, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Ja, ich danke auch.